wohlgesonnen ist oder. Schauen wir mal. So weit, so gut. Aber erstmal schnell einsammeln. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Ah, da ist noch mehr. Immer her damit. Ja. Aber wenn man hier so viel sammeln muss, dann brauchen wir bestimmt für die Kisten ja auch mega viele. What are you two doing back here? Things didn't work out. We'll lend a hand with your raid. Awfully presumptuous, aren't you? I'm a demon. Comes with the territory. You got me there. Ah, gods. I think that's the first time I've laughed since turning demon. But are you sure? It's suicide, you know. Maybe not. I have a plan. The exorcists have a hostage they're using to lure me into the city. Then we can sneak in through the tunnel into the storehouse. No. I expect they'll have an ambush ready there. So instead, we hit them with a direct frontal assault. You call that a plan? No, I call it a feint. As their forces converge on the front, a second group slips in via the tunnel, strikes the docks, and secures a ship. After that, the two groups meet up and we all sail away. And I want you at the helm. Answer me this, then. Who's making this frontal assault of yours? I will, naturally. That works. When? Tomorrow. Can we rest here until then? Make yourself at home. Nothing so comfy as a bed of tar. Velvet? Hey, Velvet! Luffy? You were crying out. Were you having a nightmare? I was... Oh, Luffy! It was terrible! Hey, come on! Let go of me! I have to go! I have something important to do. What's that? Arthur told me to come meet him at the Shrine of Tranquility. No, Lafayette! No! Listen to me! Artorias is... He's going to... Are you all right? You were tossing and turning. I'm fine. It was just a dream. If you don't want to go with me, I understand. That wouldn't do. How can I repay you if you die? You are an odd one. Am I? I always thought of me as just me. Velvet, who's this Artorias? My target. He killed my brother. We're ready. Dial should be at the entrance. Let's get going then. Oh Mann, nach dem Traum hat sie wahrscheinlich genug Wut im Bauch, um sie alle fertig zu machen. Hoffe ich. Erstmal blinzeln wir uns hier raus. Wir haben ja nicht mehr das schöne Ding. Ach komm, wir sammeln das noch schnell ein. Bin ja nicht so. Man kann nie genug haben. Nie genug. Also weiß ich auch gar nicht, ob es hier Grenzen gibt, wie bei Final Fantasy mit den Items, dass wir nur 99 oder so von irgendwas haben können. Halt, wenn ich schon sage einsammeln, nehmen wir das auch gleich mit, das Offensichtliche. Sleep well? Just fine, thanks. And your special concoction? Ready for deployment anytime. By the way, I never caught your name. Velvet. We'll sail together if you live, Velvet. If not, at least I know what to put on your tombstone. You've got a sharp tongue. I've always been that way. Right then, we're off to attack Helaviz. Juhu, und los geht's. Hier brauchen wir nicht. Die Pflänzchen könnten ruhig mal, also ja, die Kräuter hier könnten ruhig mal langsam wieder nachwachsen. Ja, mal gucken, was hier da zu erzählen hat.
That reminds me. Where do you think that boy who took the compass ran off to? Helaviz, I'd imagine. Since Malakim are always tethered to exorcists. That means we might run into him during our attack. Are you getting squeamish about killing the boy because you feel indebted to him for healing you? No. If he gets in the way, I'll take him down. But... But? I have to remember to thank him first. Right. Does that bother you at all? No, not really. I just know that Malakim don't taste very good. Malakim don't suit your palate? I'll call that a positive. Na super. Egal, aber sie geben gut Kraft. Da können sie auch mal ein bisschen schlechter schmecken, das macht gar nichts. Ja, ja. Für dich haben wir jetzt keine Zeit. Wir sind zu größeren Berufen. Und zwar ein paar Exorzisten kalt machen. Who goes there? Oh, I'm pretty sure you were expecting me. Da haben wir dich erwartet, was denkst du? Bam, bam. Ja, egal ob erwartet oder nicht, ihr seid jetzt Geschichte. Ah, Feuerring, sehr gut. Kombi-Bonus. Kompost-Bonus-Effekte. Kriegsartes, reduzierte SG-Kosten. Verborgene Artes, erhöhte Chancen, Statuseffekte zu verursachen. Malak Artes, verlängerte Taumelzeit, Seelenbrecher, erhöhter Schaden. Der Effekt des Seelenbrechers ist besonders groß und die Durchführung eines mythischen Artes nach mehreren Seelenbrechern verursacht enorme Schäden. Na dann, was auch immer das heißen mag. Klingt gut. Hey! Ihr musstet euch ja mit uns angehen. Meine Güte. Na gut, wie ihr wollt. Dann halt schnell beiseite geschafft. The townspeople are gone. I was right. It's a trap. Naja, das war jetzt nicht so schwer rauszufinden. Gut, ich hatte ein bisschen Wissensvorsprung, aber. Trotzdem. Na, da ist nichts mehr. Aber ein Glück haben wir genug Zeit und können trotzdem noch alles einsammeln. Sehr gut, sehr gut. Immer noch nicht nachgewachsen. Oh, hallo, Begrüßungskomitee. Demon lady, you're here. You're the demon that escaped the island. What if I am? You hurt my dear Oscar. You will pay for that slowly. Na, hoffentlich ganz langsam. Come and face me, then, exorcist. I am honor bound to aid her. Ah, die haben schon ein bisschen mehr Bums hier, oder was? Ja, die halten ein bisschen mehr aus. Egal, trotzdem kein Match für uns. Bumsi, Bums, Bums. Volle Bom, Bom. Da sind wir ja gut dabei hier. Sick!
Na komm, Freunde. Da wollen nicht alle sein, was ihr hier habt, oder? Na, ihr kleinen Exorzistileinfies, kommt da nicht hinterher? Oh, ich bin auch gut dabei, was mit dir? Na, ja, kommt ruhig, kommt ruhig. Ich hab für jeden was dabei, für jeden, ja. Yeah. Jo, keine Angst, keine Angst. Ihr verhungert schon nicht hier. Na? I admire your endurance, but you will regret this soon enough. Number two. You can't finish your own work. Coward. I won't fall for your taunts. That arm of yours is too dangerous. Besides, to dispose of demon filth, one ought to use an appropriate tool. Well, I've got tools of my own. Tools of flamestone, sulfur, and oil. Those will explode. What? Our stores of flamestone! Rokuro! I'm with you! Doing after them, Lady Teresa, the ships, the port, it's all on fire. Orderlies, put out the fires at once. Tja, da hat sich wohl jemand übertölpeln lassen, was? Geschieht dir recht. To set sail. I won't let you escape. Never. Oh, na gut, dann halt noch mal. I'm a demon. Spare me your songs, then you can pay with your life. Tut mir leid, ihr beiden. Tut mir leid. Ich weiß, ihr könnt da nichts für. Aber so ist es nun mal. Tut mir echt leid. Tut mir leid. Bist du dran? Bei dir tut's mir nicht so leid. Ja, gib mir noch so ein Pünktchen, dann können wir jetzt mal wieder richtig draufhauen. So, haben wir es bald geschafft? Schlampi-Leinchen? Nee, erstmal bist du nochmal dran. Na gut, dann kommen wir dann danach nochmal zum Zug. Oh. Ah, komm schon. Zier dich nicht so. Ja,
haben wir dich doch am Arsch. Jawoll. Und nochmal. Genau. So, das war's mit dir, Fräulein. As Exorcist Praetor Teresa, I give you this order. Do it, number two. The kid's gonna blow himself up. To think you were a demon. The crybaby exorcist. I wasn't crying. Two praetors. Not looking good. Knock them back. That's an order. Knock them back, or I'll eat you. An order? Why? Why would they do such a thing to us? We're finished! Helaves is no more! Curse you. Curse you. Such ghastly demons. The Abbey, no. Lord Artorias himself must be informed. Ja, informier den Penner ruhig. Er wird dann schon wissen, was los ist. Hoffe ich. Boah, gibt ja jede Menge hier. Benitez Paladins. Wenn du für gewisse Zeit abwehrst, wird der Einsatz von Seelenladung ermöglicht. Sehr schön. Abwehraufladung. Mit Benitez Paladins. Seelenladung. Durchgängige Abwehr für 1,5 Sekunden und 30 SG wieder zu erlangen. Wert einer Seele. Sehr schön. Kraftverbindung. Einige Gegner gewinnen an Stärke, wenn ein bestimmter anderer Gegner ebenfalls auf dem Schlachtfeld anwesend ist. Aha. Dieser Effekt heißt Kraftverbindung. Du kannst Kraftverbindung zerstören, indem du die entsprechenden Gegner besiegst. Aha, okay. Kraftverbindungen kommen meist bei Verstärkungen vor, unterschätze also deine Gegner nicht, selbst wenn sie einen niedrigen Level haben. Okay. That turned out better than I expected. Though we wound up with a little extra. Extra? He looks like he'd be a scrumptious midday snack for you. A snack? She's just teasing. No. If that's an order, I accept it. Should we really be taking this kid along? His arts will be useful to us. And we can always get rid of him. Precisely. Malachim are tools. Use them and ditch them. Isn't that right, number two? Yes. Speichern zwischendrin kam auch noch nicht. Dann speichern wir mal und mal gucken, was der Kleine noch hier mit sich bringt, ne? Ja, okay. Falle. Ah. Neuer Titel. So, neuer Titel. Alle neue Titel. Okay. Ein Kleiner, was mehr. Malak Nummer 2. Hoffentlich kriegst du bald mal einen vernünftigen Namen. Malak Nummer 2 finde ich nie so dolle. So, Witch. Now that was a right old conflagration. Don't think they'll be chasing after us anytime soon. You certainly didn't leave them much of a port, though. I wonder if the town will ever recover. How much did you tell them? I had just started episode 2, Magilu's Fury, wherein the beautiful witch is captured and tortured by a demon most cruel! I'm starting to see why they wanted to execute you. Tja, schade, haben sie nicht gemacht. Naja, nächstes Mal vielleicht.
Stein des Dämonenfürsten, alles klar, Alter. Ja, ihre Vorstellungskraft möchte ich mal gerne haben. So. Ja, mit dir. Ah, mit dir. Ja, mit dir möchte ich sprechen. Dankeschön. You seem busy. We need more hands. We have to set our course and tie down the cargo. I've unfurled the sails. Does that not look safe to you? Sure. As long as it doesn't come loose. Was war denn das für eine Antwort? Der sieht locker, der, also hä, solange wie er sich noch nicht lockert, ist er fest. Ja, ne, es ist, ja, das hätte ich jetzt auch nicht besser sagen können. So, Mr. Kapitän. Our destination is Logris. Set a course. I'll do what I can, but this vessel really needs a bigger crew. We need to hire more men. Besides, if we keep sailing this way. Ja, und gibt kein Zurück mehr. Okay. Ja, eine größere Mannschaft für so ein Schiff wäre natürlich nicht. Obwohl, das Schiff sieht ja jetzt gar nicht so groß aus. So groß aus, also so viel mehr Männer brauchen wir dann auch nicht. Aber mehr Männer umso besser. Velvet! How's our heading? This is so hard to read. Actually, you're holding it wrong. It's built to function even if the ship is rolling. Velvet! The heading's fine! Kid, what's your name? Number two. Not that. Your real name. Surely you have one. Wanna hold it? If that's an order. I'm asking you what you want. So you're ordering me to answer? Right, right. You Malakim would destroy yourselves as long as it was an order, wouldn't you? That is our purpose. You really are tools. In that case, keep your mouth shut. Tja, da brauchen wir wohl bald keine größere Crew mehr, wenn wir kein Schiff mehr haben. Und der Kompass ist auch weg. Super. Huh. Well, look at that. They really are a bunch of demons. That works in our favor. You knowingly pick fights with demons? Must have a death wish. You're in trouble now that we're on land. Wipe them out, number two. That's an order. Whoa there. We're not the one you'll be fighting. Und wer bist du schon wieder? Hä? It'll be me. Na, dann halt der Reaper, alles klar. Na, meinen sind wir schon mal zu dritt. Mhm. Noch 8-4 von 9-6. Naja, das läuft ja nicht so gut, wa?
Punkt zwischendrin jetzt. Ist er betäubt? Ja, so gefällt mir das schon besser. Ja. Na komm schon, Freund Blase. Mach's uns nicht zu schwer hier. Ah, Schutz. Nicht abwehren. Ja, aha, jetzt ist er betäubt. Na komm. Ja, das war's schon. You passed the test. Join us. Well, aren't you the impudent one? Says the demon who torched Televis. You knew about that? I hope you realize we're doing you a favor. If you'd stayed on that course, you would have smashed right up against the gate of Vortigern. You guys are headed for Midgand, aren't you? That means you're gonna have to go through the Narrows up ahead. But the kingdom has a massive fortress there built to defend them, with a tremendous gate. A fortress. If this is true, we're in your debt. We desire to pass through as well, but we lack the strength. I propose we form a partnership. I'd be a fool to blindly trust the words of a pirate. Do you really want to see the gate for yourself? We won't stop you. We'll even throw you a nice funeral if you like. To refuse? Your business is your business, and ours is ours. There's nothing more to say. But first mate, you can't go alone. We'll all come with you. You'd only get in the way. Stick to the plan and focus on your duties aboard the Von Eltia. Aha, aha. Und was hat der für einen komischen Vogel auf dem Kopf, Alter? Hallo? Ah, Piratenaugenklappe. Die werden wir nicht ranmachen, glaube ich. Wenn Titus Waagehals ist. Gestattet es umherstreifenden Gegnern auf mittlerer Schwierigkeits- oder höher... Achso, draufdrücken, den Kampf beizutreten. Aha. Eine Augenklappe mit Eifrits Symbol für den anspruchsvollen Gesetzlosen. Na, super. Malak-Artes bieten mächtige, weitreichende Angriffe und Heilkräfte, benötigen jedoch Zeit, um zu wirken. Ihr Schaden hängt vom Arte-Angriff des Nutzers und der Arte-Verteidigung des Ziels ab. Haltet die Taste gedrückt, die einem Malak-Arte zugewiesen ist, um die Zeit zu ändern, in der es entfesselt wird. Malak-Artes können als Kombos eingesetzt werden. Höhere Kombozahlen reduzieren die Wirkzeit. Daher kann es effektiv sein, sie mit Kriegsartes und verborgenen Artes einzuleiten. Du kannst einen Malak-Arte abbrechen, indem du LB zweimal tippst. Okay. Potenzielle Effekte. Je stärker der Gegner, desto geringer die Chancen, zusätzliche Effekte zu verursachen. Aber es gibt, Wege, um diese Chancen zu erhöhen. Zum Beispiel. Nutze gegnerische Schwächen aus, versuche bei betäubten Gegnern Statuskrankheiten zu verursachen, versuche Gegner mit Statuskrankheiten zu betäuben, verringere die Fähigkeiten von Gegnern und versuche entsprechende Statuskrankheiten zu verursachen. Nutze Seelenbrecher und andere Methoden der Abwehrbrechung. Okay. Fatale Gegner. Wenn du das Ventitis Waghalses besitzt und einen hohen Rang in aufeinanderfolgenden Kämpfen am selben Ort bei normalen und höheren Schwierigkeitsgraden erworben hast, könnte ein seltener, höchst gefährlicher Gegner auftauchen. Okay. Sie heißen fatale Gegner. Andere Gegner sind in ihrer Anwesenheit unbesiegbar. Aha. Sie sind eine echte Herausforderung, aber du kannst vor ihnen fliehen. Ah ja. Bevor du sie erwirbst, die wertvolle... besiegst du sie, erwirbst du wertvolle Objekte, Haufen von Gold und zahlreiche Ränge. Mhm. Fatale Gegner erscheinen häufiger, wenn... Die Schwierigkeit höher ist. Bei schwer erhöht sich die Chance um den Faktor 5 gegenüber normal. Wir haben gerade schwer drin. Okay. Mehr Rang erworben wurde, basierend auf dem Durchschnitt der letzten Kämpfe.
mehr Kämpfe in der Gegend ausgefochten wurden. Ah, so, okay. Die Suche in Gegenden, in denen du entwachsen bist, könnte ebenfalls hilfreich sein. Achso, wo ich einfach davon gelevelt bin. Jetzt haben wir es. Nicht so einfach alles. Nicht so einfach. Ich habe den Kompass nicht verbraucht. Der ist ins Wasser gefallen. Was ist denn? Was heißt denn da verbraucht? Der ist ins Wasser gefallen. Also bitte. Verbraucht. Wasser gefallen ist er. So, Vogelkopf. And what are you folks planning anyway? Like I said, we're getting through that gate. If you're not helping us, then the conversation's over. Is it possible to get through? If the first mate says he'll do it, he'll do it. You sure put a lot of faith in him. He's a Moloch, isn't he? That doesn't matter. He's got the captain's blessing, and that's enough for us. Couldn't you ignore the Narrows and just sail around? Not now. We lost both our compass and several of our crew in an earlier attack. Compass? Huh. But in the end, we're pirates. If someone blocks our way, we can't just fall back. And that's what makes a pirate, huh? Sieht so aus, ja. So, Kompass haben wir keinen, die haben auch keinen. Oh Mann. Okay. Ja, lieben gerne, bin dabei. Na, wahrscheinlich. Sein Fluch. Ach, aber Hauptsache nicht näher drauf eingehen. Achso, der Captain ist gar nicht dabei. Ja, wo ist denn der? Wo ist denn euer guter Captain, hä? Oh, da kann man was kaufen. Aha. Na weh, hier gibt's keine tollen Sachen, wenn er nur kurz geöffnet ist. Apfelgelees. Achso, da. Na komm, kaufen wir mal noch 4. Trank des Lebens haben wir noch. Bernsteinklingen. Hatten wir sowas nicht? Die ist neu. Dann kaufen wir die mal. Die sind auch neu. Ja, keine Ahnung, wa? Dann kaufen wir da mal einen, kaufen wir da mal einen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was so Tolles bei euch gibt hier. Freundchens. Kaufen wir einfach mal sinnlos ein bisschen was. Da kaufen wir mal noch 5 von. Und da. Oh nein, war noch nicht durch, ne? Oder doch? Ah, doch, doch. Okay, bin durch. Gut. Aufwerten. Zerlegen. Das kann, achso, weil es ausgerüstet ist, kann man es nicht. Gut, okay. Na gut. Das war jetzt nicht so dolle. Ich dachte, ihr habt jetzt hier sonst was im Angebot. Aber na gut. So kann man sich täuschen. Tragically, your favorite witch is neither a sailor nor a warrior. All she can really do is look on. No argument there. Is the Gate of Vortigern really something that impressive, Dial? They've got a fortress and a patrolling fleet, but the gate is the real show. Even a battleship couldn't blast its way through that thing. Is there no sea route that avoids the Narrows? There is, so to speak, but it's a long way out into the open sea. We just end up shipwrecked. The pirates share our goal. I don't think we have any choice but to band together. True enough. If forward lies destruction and backward lies doom, sideways is your only option. And yet you don't feel like helping out. I sure don't. That Moloch isn't all he seems. Who knows what's up his sleeves? The kid's a Moloch too. Hey boy, you sense anything? We both have ulterior motives. In any case, let's go after him. Ja, dann gehen wir ihm gleich mal hinterher, wa? Obwohl, mit dem kann man noch sprechen. Na ja, gut, mal schlimmer. Ja, aber was bist du denn für eine Hexe, die nicht mal kämpfen kann, Alter? Oh, wenigstens ein bisschen rumzaubern wäre da drin, oder? Nö. Ich kann nicht. I know you probably won't listen to me,
but you shouldn't get involved with Ifrit's pirates. Ifrit is the fiercest, most villainous pirate in all the seas. Every sailor trembles at his name. For a demon, you're pretty wimpy. Demon or not, scary is scary. So this Ifrit is that tough? You bet. Rumor has it he's an unrepentant troublemaker and is as strong as an ogre. His gang are all fearless, wild rogues. They've turned the tables on the Royal Navy time and time again. And best of all is their ship, the Von Eltia. She's a legend that's traveled to distant lands across the sea. Nice. Sounds like I'd get along with them just fine. You seem to know an awful lot about them yourself. Well, it's just that every sailor dreams of being as wild and free as Ifrit and his pirate crew. I guess. Hey, I can dream, can't I? Demon or human or even lizard, we all got our fantasies. Sieht wohl so aus, dass alle ihre Fantasien haben. Alles klar. Ja, ja, du bist ein Mann des Meeres. Eine Echse des Meeres. Auch gut. Echse des Meeres, Mann des Meeres. Wurscht. Hauptsache des Meeres. So, dann klettern wir weiter hoch. Gespeichert wird zwischendrin eigentlich genug, ne? Brauchen wir gar nicht so wirklich. So, Enemine Mu raus. Was haben wir hier noch? Ein Erdring.